So richtig prächtig sieht sie von außen nicht aus, unscheinbar, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber gerade jetzt zur Fashion Week ist sie ein Hotspot der Barszene, die Bonbon Bar in der Torstraße in Berlin-Mitte. Und warum heißt die jetzt eigentlich Bonbon Bar? Gibt's nur zuckersüße Cocktails? Von wegen. Wenn eine Berliner Bar mit dem Barkeeper punktet, dann auf jeden Fall die Bonbon Bar in Mitte. Hi, mein Name ist Dominik, 29 Jahre alt. Und gut aussehend? Ja, der Mann hat Selbstbewusstsein und durchaus Stil. Und genau das überträgt er auf seine Bar. Aber vor allem stellt er sich ganz in den Dienst seiner selbst kreierten Drinks. Wir nehmen den Laffy Taffy für euch. Da haben wir einmal Geneva, frische Limette, Zitronengrassirup. Natürlich mit viel Liebe gemacht. Dazu noch Sichuan-Pfeffer und alles einmal durchschütteln. Und fertig ist die Rakete. Die Rezepte kriege ich mit dem Team zusammen. Das sind halt alles Sachen, wo wir Lust drauf haben. Und dann sind sie komplett, ich sag mal, down to earth, ohne viel Schnickschnack, ohne viel überladener Deko. Einfach auf den Punkt, ganz clean, ohne viel Heckmeck. Man soll ankommen, man soll einen entspannten Drink kriegen und der Drink soll nicht vom ganzen Abend ablenken. Der Rosenthaler Platz hat mittlerweile wieder viel zu bieten. Hier passt die Bonbon Bar gut hin. Dominik Bruckmann hat jetzt frischen Wind hier reingebracht. Und man höre und staune, für ihn steht der Gast an erster Stelle, nicht selbstverständlich in Berlins Barkultur. Das ist nur noch so eine Performance, die geliefert wird. Und das finde ich halt schade, dass es in Berlin immer mehr das Thema wird, wer bin ich, was für einen Wettbewerb habe ich gewonnen, bei welchen Veranstaltungen laufe ich rum. Das ist nicht mehr so, was für eine Arbeit mache ich eigentlich, wie bin ich zum Gast. Denke ich an den Aschenbecher, den auszuwechseln, den Wasserservice, diese ganz kleinen Dinge. Die sind für mich einfach zu sehr vom Tisch gefallen in den letzten Jahren. Guter Service, hochwertige Getränke, gemütlich ist es auch. Und noch so viel mehr. Also ich mag die Bar sehr wegen der Musik. Eigentlich gibt es keine andere Bar in Berlin, die auch ein bisschen lässigere Musik spielt und man ein bisschen dazu auch tanzen kann. Also ich finde vor allem die Atmosphäre halt hier in der Bar extrem extravagant oder auch, weiß nicht, heimlich. Ja, ich fühle mich hier wie zu Hause. Genau. Es ist sehr schön, irgendwie was, weil die Wände dunkel sind und irgendwie durch die ganzen Lichtaspekte gefällt es mir sehr gut und ja, ist immer schön. Schon länger ist die Torstraße angesagt. Läden wie das Mani gleich gegenüber sind während der Fashion Week ausgebucht. Und auch die Bonbon Bar ist zu dieser Zeit eine der beliebtesten Bars der Modeszene. Den passenden Cocktail gibt's hier natürlich auch. Den Fashion Week Oberklassiker, Moskau Mule, Wodka, kleiner Schuss Limette, nackiges Eis und Gingerbier Topping. Seit Jahren das Ingetränk bei den Fashion Victims. Die ganzen Fashion Week Gäste, Leute, Interessenten, die sind einfach viel in Mitte unterwegs. Und wenn man dann einfach eine schöne Bar hat, wo man weiß, man kriegt alles auf den Punkt, ist es einfach spannend für die Leute. Die internationale Modeszene legt Wert auf Stil und Perfektion, ganz wie der Barkeeper der Bonbon Bar. Lecker.